Hallo zusammen, heute zerlegen wir die Gehäuseschalen noch auf ihre Grundrisse herunter. Nämlich nehmen wir heraus den Ritzelwellensimmerring mit der Lagerung, Kurbelwellensimmerring, ebenso auf der anderen Gehäuseseite der getriebeseitige Kurbelwellensimmerring. Das Kupplungskorblager bauen wir aus und hier hinten schauen wir noch an, was es Wichtiges zu dieser Lagerung zu sagen gibt. Um diese Lagerringe auszupressen oder rauszunehmen, gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die Variante mit Wärmen, die man zwingend anwenden sollte, entweder auf einer Herdplatte oder man kann es auch mit einem Heißluftföhn gleichmäßig erwärmen. Ich bevorzuge immer, da irgendwie auf Holzblöcken zu arbeiten. Dann kann man das Ganze wärmen und dann mit verschiedenen großen Nüssen und der Ratsche kann man diese Dinge sauber rausschlagen mit dem Hammer. Oder wie wir es heute machen, unter der Presse, wenn man es hat. Das ist am einfachsten und am saubersten. Dazu gehen wir in die Werkstatt und drücken das Ganze mal raus. Ich zeige euch mal die Variante mit dem Heißluftföhn. Bietet sich hier beim Kupplungskorblager an. Natürlich könnt ihr auch den ganzen Gehäuseteil wärmen auf einer Herdplatte. Aber nicht jeder kann Muttis Herdplatte benutzen. Darum geht es auch mit der nötigen Vorsicht mit dem Heißluftföhn ganz gut. Wichtig, Wärme 80 bis 100 Grad. Nehmt entweder einen Thermometer oder Speichel, sobald der zischt, brutzelt, siedet, dann ist die richtige Wärme erreicht. Ich wärme mal. Kurzer Test. Zischt schön. Und nun kommt das Lager fast von selbst schon raus. Ich kann den Hammer nehmen. Und ich kann das Gehäuse auch einfach auf die Unterlage schlagen, wenn ihr jetzt schaut. Ohne groß Gewalt fällt das Lager raus. Umgekehrt natürlich, wenn ihr jetzt schon das neue Lager bereit habt, könnt ihr das einfach reinplumpsen lassen, da müsst ihr gar nichts pressen. Als nächstes der vordere Teil, Simmerring mit Lagerring. Hier geht es am einfachsten von dieser Seite her rauspressen. Da beim Simmerring, da braucht ihr zwingend eine Presse oder mit einer Nuss und Hammer. Mit Nuss und Hammer hier auch wichtig wieder, zuerst schön wärmen. Sobald es eine anständige Temperatur hat, kann ich das mit ein paar wenigen gezielten Schlägen ganz gut ausbauen. Wichtig hierbei, dass man schön parallel runterschlägt. Ihr seht nun den Lagerinnenring und Simmerring, den wir ausgebaut haben. Dann machen wir noch die linke Seite, hier auch zuerst wärmen und dann, wenn es warm ist, gehen wir schleunigst unter die Presse und drücken das Ganze raus. Hier ganz wichtig, dass ich unten den Platz freilasse und nun kann ich das Ganze hier schön parallel mit der Presse rausdrücken. Nummer 1, Kurbelwellenlager und Simmerring. Und hier Nummer 2, Ritzelwellensimmerring mit Lagerung. Somit haben wir auch das Lager der Ritzelwelle. Das ist der Ritzelwellensimmerring, die Abdeckscheibe, das Lager mit den Walzen. Das klebt jetzt noch relativ schön vom Fett von der letzten Montage.